Wenn du Probleme mit dem Abnehmen hast, weil du sehr, sehr regelmäßig zu Geschäftsessen musst und einfach häufig auswärts isst, dann schau dir unbedingt dieses Video an, dann habe ich jetzt in den nächsten Minuten die Lösung für dich, wie du es trotzdem schaffen kannst, deinen Bauch flach zu bekommen. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian Steude und ich möchte heute gerne mal mit dir über das Problem von vielen Geschäftsessen und dem flachen Bauch auf der anderen Seite sprechen. So, ganz, ganz viele Leute haben das Problem, dass sie eben geschäftlich sehr oft auswärts essen müssen und dann natürlich unter ihren Kollegen und Geschäftspartnern jetzt auch nicht ständig den Salat mit stillem Wasser bestellen möchten, sondern da natürlich auch einfach irgendwo das dazugehört, dass man was Richtiges isst, dass man sich was Ordentliches bestellt, auch mal anstößt gemeinsam, sich eine ordentliche Flasche Wein aufmacht. Und da kannst und willst du natürlich nicht jetzt die ganze Zeit einfach so wie der Junge, der zur Geburtstagsfeier nicht eingeladen wurde, am Rand sitzen und dir da jetzt immer dein stilles Wasser bestellen und eben einfach wie ein Kaninchen am Salatblatt knabbern. Bringt ja nichts. So, ne, das muss auch anders gehen und das geht auch anders und darüber möchte ich jetzt gern mit dir mal sprechen. Das Allerwichtigste, was du erstmal verstehen darfst, ist, dass es wirklich komplett egal ist, ob du zu Hause isst, ob du dir was von der Tankstelle holst oder eben in die Gaststätte gehst auf Geschäftsessen. Das wird ja sogar frisch gekocht tatsächlich. Es kommt einfach nur darauf an, dass du verstehst, du hast einen Kalorienbedarf am Tagesende oder eben auch über die Woche gesehen, am Wochenende sozusagen. Und ob du zunimmst oder abnimmst, entscheidet ausschließlich, wie viel Kalorien hast du über die Woche oder eben über den Tag, je nachdem, auf welche Zeiteinheit man das jetzt runterbrechen möchte, zu dir genommen. So, das heißt, wenn wir es jetzt mal auf eine Woche runterbrechen, wie viel Kalorien hat dein Körper über diese Woche verbraucht? Aufgrund deiner Bewegung, deiner Arbeit, deines Stoffwechsels und wie viele Geschäftsessen und andere Nahrungsmittel hast du über die Woche zu dir genommen, wie viel Kalorien hast du zugeführt und war es eben mehr oder war es weniger und dementsprechend wirst du abnehmen oder zunehmen. So, und das ist erstmal ganz, ganz wichtig, das Grundschema im Prinzip, was da dahinter steckt, was du verstehen darfst. Und in zweiter Linie geht es einfach darum, was isst du? Du darfst verstehen, dass es drei wesentliche, grundlegende Körpertypen gibt. Es gibt natürlich auch so ein paar Mischformen. Es sind jetzt nicht nur diese reinen, hundertprozentigen Körpertypen, diese drei. Aber im Kern sind es drei Arten von Menschen, wenn man das so sagen will. Drei Körpertypen, die es gibt und die auch unterschiedlich auf Nahrung und Ernährung reagieren. So, und es gibt einmal den ektomorphen Typ, das ist dieser ganz schlanke und drahtige, der schon immer essen konnte, was er wollte und nie zunimmt. So, der kann jeden Tag eine Tafel Schokolade in sich reinhauen und es wird trotzdem nie ansetzen. Der zweite Typ ist der mesomorphe, das ist so dieser typische Klitschko, 2 Meter hoch, 2 Meter breit, einfach super muskulös, obwohl er gar keinen Sport macht. So, das ist ja, so dieser Muskelmensch, sage ich jetzt mal. Und der dritte ist der endomorphe Körpertyp, das ist eher so der untersetzte, so etwas kleiner, eher kräftige, dickere Handgelenke, schwere Knochen würde man auch sagen. So, das heißt eben einfach stämmig, nimmt vor allem am Bauch und an der Hüfte zu. Und das ist auch so dieser Typ Mensch, der meist schon immer ja, so kleines Problem mit Gewicht hatte, also auch jetzt im Jugendalter nicht der Superschlanke war, sondern einfach eben so ein kleines Röllchen am Bauch schon immer in der Hand hatte, sozusagen, wenn er daran gepackt hat. So, und das ist erstmal wichtig, diese drei Typen zu unterscheiden und erstmal zu verstehen, wer bist du denn? Und das alles hat natürlich Einfluss darauf, was du dann auch isst in deiner Gaststätte. So, was verstoffwechselt dein Körper gut? Was für Nährstoffe braucht dein Körper? Und wenn du das verinnerlichst, wenn du auf der einen Seite die Kalorien checkst, so, das heißt, wie viel Kalorien brauche ich ungefähr über die Woche? Was habe ich mir schon zugeführt? Wie oft war ich in der Gaststätte? Wie oft habe ich Pizza gegessen? Wie oft habe ich Fisch gegessen? Wie oft habe ich Salat bestellt? Und auf der anderen Seite, was für ein Körpertyp bin ich und was braucht mein Körper? Was kann mein Körper besser verwerten? Denn jeder Mensch verwertet Nährstoffe anders, verwertet Nährstoffe schneller oder langsamer. So, das ist natürlich auch stoffwechselbedingt. Also je nachdem, ob du jetzt eben eher der untersetzte, dickliche Typ bist oder eben der schlanke und drahtige, hast du auch einen anderen Stoffwechsel und kannst auch andere Nährstoffe besser oder schlechter verarbeiten. Und das ist das, womit du dich mal beschäftigen solltest. Wenn du das verstehst, kannst du jeden Tag in die Gaststätte gehen, du kannst mittags in der Gaststätte essen, du kannst abends in der Gaststätte essen, du kannst an der Tankstelle dir irgendwas holen, du musst einfach nur wissen, was ist in diesen Lebensmitteln drin? Wie viel Eiweiß ist da drin, wie viel Kohlenhydrate sind da drin, wie viel Fett ist da drin? Wie deckt das jetzt gerade meinen Kalorienbedarf und bin ich am Tagesende möglichst immer in einem moderaten Defizit von 200 bis 300 Kalorien? So, ich würde nicht zu tief ins Defizit gehen,
So, das heißt, wenn du eben jetzt in die Gaststätte gehst mit deinen Kollegen, nicht nur den Salat bestellen und das stille Wasser, sondern wirklich ordentlich auch was essen und darauf achten, in ein moderates Defizit zu gelangen mit der richtigen Nährstoffverteilung, die für deinen Körpertyp entsprechend passt. So, das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann, wie gesagt, kannst du dir dein Geschäftsessen auch schmecken lassen. Dann ist es auch überhaupt gar kein Problem, wenn du da mal ein Glas Wein trinkst oder dir eben wirklich eine große Platte Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Nudeln, was auch immer bestellst. Es ist dann relativ egal, wenn du das Gesamtkonstrukt beachtest. Nur darauf kommt es an. Und das war mir jetzt hier wichtig, dir mitzugeben. Du kannst es auch trotz deiner regelmäßigen vielen Geschäftsessen schaffen, ganz locker und entspannt diesen Bauch flach zu bekommen, ohne die ganze Zeit verzichten zu müssen. Du musst dich nicht schief angucken lassen von deinen Kollegen, weil du nur noch Salatblätter bestellst. Alles ganz entspannt. Du musst einfach nur dieses Bewusstsein entwickeln. Und dann ist es komplett easy, jede Woche wirklich ein halbes Kilo Körperfett zu verbrennen. Das ist so diese Daumenregel. Wenn du dich wiegst, Woche für Woche immer schön schauen, und wenn es ein halbes Kilo weniger geworden ist, bist du auf dem richtigen Weg und dann hast du das, was ich dir jetzt mitgegeben habe, ganz gut eingestellt. Und wenn du da weitere Infos möchtest, wenn du wissen möchtest, was für ein Körpertyp bist du, welche Nährstoffe sind jetzt gut für deinen Körpertyp, welche sind weniger gut, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden, dann können wir mal schauen, können das mal analysieren, dann kann ich dir auf jeden Fall auch ein paar Tipps mitgeben, was du jetzt in der Gaststätte dann vielleicht eher meiden solltest, was du mehr essen solltest, was dir gut tut, was deinen Stoffwechsel in Gang bringt. Und ja, dann bin ich dir natürlich sehr gern behilflich. Geh dazu einfach auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Da gibt es die Möglichkeit, dich für eine kostenlose Stoffwechselanalyse einzutragen, wo wir dann im Prinzip genau das uns mal anschauen können. Und dann gebe ich dir da, wie gesagt, ein paar Tipps mit, wie du das alles wieder gut in den Griff bekommst. Würde mich freuen, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du bis hier mit dabei warst. Und wenn dir das geholfen hat, das Video hier gefallen hat, dann abonniere sehr gerne auch meinen Kanal, dass du keine weiteren Videos verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, dein Sebastian. Ciao.